Hallo ihr Lieben! Auch in dieser Woche gehen die Leute aus Mecklenburg-Vorpommern in diesen Städten gegen die Angst- und Panikpolitik demonstrieren. Es ist schon bemerkenswert, wie man versucht, uns einen Impfstoff, der in nur 6 Monaten entwickelt wurde, als Allheilmittel zu verkaufen. Mit einer Impfung schützt man nicht nur sich selbst, sondern auch alle im eigenen Umfeld. Und alle Personen, die sich nicht impfen lassen, werden in Angst und Schrecken versetzt. Und was wir gerade sehen, ist eine Pandemie der Ungeimpften. Es ist erstaunlich, wie viele einflussreiche Personen allen Ernstes behaupten, dass sich die Ungeimpften infizieren werden. Ja, zuerst einmal muss jemand, der nicht geimpft ist, mit dieser noch ansteckenderen Delta-Variante damit rechnen, infiziert zu werden. Falsch! Falsch! Sowas passiert nicht einfach! Weil jeder, der nicht geimpft ist, wird bei steigender Inzidenz mit dieser Variante ziemlich sicher infiziert werden. Und auch Drosten warnt die Zögerlichen. Wer sich nicht impfen lässt, wird sich infizieren. Jetzt hör schon auf mit der Scheiße, ja? Aber auch Wieler möchte allen Ungeimpften ein schlechtes Gewissen einreden. Wenn wir die aktuellen Impfquoten nicht drastisch steigern, dann kann die aktuelle vierte Welle im Herbst einen fulminanten Verlauf nehmen. Wenn ihr auch nicht wollt, dass man uns beibringen möchte, ein Leben in Angst zu verbringen, dann geht mit uns gemeinsam in folgenden Städten Mecklenburg-Vorpommerns auf die Straße. Für all das, was alles vor uns liegt und all das, was uns die Nächte nimmt, werden manches niemals akzeptieren und deshalb weiter rebellieren. Weil man bei uns an eine Sache glaubt, an die Wahrheit hinter Schall und Rauch und Staub. Hab ihn gewählt, mit Herz gelebt, den Weg, den kein Verlierer geht. Doch keine Angst, hab keine Angst, hab keine. Niemand ist hier alleine, Erdwärme bei dir sein. Keine Angst, hab keine Angst, hab keine. Niemand ist hier alleine, wir sind da. Komm mit uns. Du bist so ein Sack.